Hallo Freunde, hier ist wieder Atomic H und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Factorio. Ja, ich halte jetzt mein Versprechen. Forschung. Punkt 1. Was forschen wir jetzt? Intelligente Knickarmroboter könnten wir eventuell gebrauchen. Die schnelleren brauchen wir noch nicht, das brauchen wir Mauern. Auf jeden Fall, jetzt brauchen wir erstmal Mauern. Ich hatte hier eine ziemlich coole Idee von mir, einfach mal Mauern zu machen. So, Kupfer kommt hier automatisch an. Kupfer wird eingesammelt, Eisen kommt hier an, Eisen haben wir. Also ihr seht auch, die Eisenkiste ist natürlich größer als die Holzkiste, also im Vergleich, ich stell die mal daneben. Habt ihr hier. Und ja, das ist nochmal eine ganze Menge mehr. Zwei solche Ballen, also zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Es sind nochmal 20 Slots mehr. Meine Gott, wir können da auch gucken. Können wir nicht gucken? Haben wir nicht, gut. Hier steht nicht, wie viele Slots die haben, das ist echt schade eigentlich. Aber egal, jetzt haben wir sie gezählt, das sind 20 mehr. Das heißt, 100er Stacks im, bei den Metalle, doch, das sind schon nochmal ordentlich. 2000 Platten mehr, die hier reinpassen würden. Ehrlich gesagt, brauchen wir das nicht. Breiten wir uns jetzt echt in die Richtung aus? Wir bauen jetzt in die Richtung, ist jetzt egal. Erstmal umgucken, ey. Nicht, dass wir hier voll in die Feinde reinbauen. Eigentlich müssen wir einen kleinen Umbruch machen. Können wir aber hinbekommen. Nein, 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 wir bauen in die Richtung. Guck mal, was wir hier an Kupfer haben. Wow. Krass. Wir haben ein ganz dickes Kupferfeld. Kupfer ist momentan nicht das Problem. Kohle wird uns als erstes ausgehen wahrscheinlich sogar. Hier ist noch Eisen. Hier ist noch Eisen. Das sind alles Minifelder. Das Kupferfeld will ich auf jeden Fall mitnehmen. Egal wie. Wenn ich es mit irgendwas anderem mache. Also es gibt ja noch ganz interessante Sachen. Transportsysteme, Züge gibt es hier sogar. Automatikzüge, also die kann man dann einstellen. Sehr schön. Nein, hier brauchen wir grüne für. Stahl, jetzt machen wir endlich mal Stahl, das brauchen wir nämlich demnächst auch. Ja. So, die Forschung läuft. Braucht es Stahl? Nee, nee, nee. Wir brauchen, das Inventar hat gerade nichts zu tun. Ah, oh, nochmal 20 Forschungspacks. Und fange hier schon mal an, den Stein weg. Q gedrückt und die Waffe gewechselt. Und dann geht's hier los. Peng! So, haben wir jetzt auch nichts angeschossen von uns. Das wäre ein bisschen ungünstig. Wir könnten ja schon mal das auf ausschalten, das auf ausschalten. Und, weil wir brauchen es einfach nicht, wir brauchen es nicht. Strommasten. Holz fehlt natürlich wieder. Ach Mann. Wir haben hier oben einen Riesenwald und ich renne hier unten rum in der Wüste. Ja, mal ja nix. Das ist, der Angriff wird jetzt noch keiner kommen. Wir gucken mal auf die Map kurz. Da sieht man, dass es ein bisschen besser ist. Also, hier ist unsere Pollution. Was ich jetzt nicht so gut finde. Und hier ist die Alien-Basis. Die werden davon natürlich angelockt. Und was noch schlimmer ist, die mutieren wegen der, also wegen unserer Umweltverschmutzung mutieren die dann, wenn die das schnüffeln. Noch sind sie nicht dran, noch kriegen sie nichts ab. Ist alles in Ordnung. Das heißt, die werden... Naja, ich denke nicht, dass sie jetzt schon angreifen werden. Aber sobald die da dran schnuppern, kommt ja der erste Angriff rein. Sü. Ja, 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 bitte einmal noch ein paar Strommasten bauen. Ach ja, ich brauche ein bisschen mehr Holz. Natürlich kommt aus den toten Bäumen nur zwei raus. Aus Bäumen kommt im Standard, glaube ich, fünf raus. Schauen wir mal nach. Also aus normalen, ausgewachsenen Bäumen. Ja, fünf Einheiten Holz. Wir hacken jetzt ein paar Bäume weg hier. Obwohl, ich sollte die da drüben weghacken, wo ich mich hinbauen will. Hier sind sie ja eher produktiv, also hier stehen sie ja ganz gut. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. So. Ja, Stein brauchen wir jetzt bald schon ein bisschen mehr. Noch kann ich damit arbeiten. Also im Moment brauche ich es noch nicht so viel, aber es ist schon ganz gut, was davon zu haben. Also, Kohle rein. Und jetzt habe ich meine Strommasten endlich mal. Die brauchte ich die ganze Zeit schon. Und kann den... Ach, ich werde den jetzt erstmal hier hinstellen. So provisorisch, so hier irgendwie. Warum mache ich das? Weiß ich auch nicht. Weil ich bescheuert bin. Meine Idee war gerade einfach, die Kohle rauszunehmen. Und die mit den Dingens leer schaufeln zu lassen. Mit den Knick am Robotern. Das habe ich noch nie so gemacht. Ich habe die immer abgebaut. So, wir haben noch ein kleines Kohlefeldchen. Ja, ich habe das jetzt mit Absicht extremst verniedlicht. Wir brauchen viel mehr Kohle. Das
wird auf Dauer reicht das nicht. So, wie sieht's denn in unserer Energieversorgung aus? Ach ja, wir können übrigens nicht erschrecken. Ich drücke jetzt mal mit der Maustaste auf den Mast. Hier ist unsere Energieproduktion. Da können wir sehen, was verbraucht wird, was wir produzieren. Dass die Energieerzeugung hier auf nicht voll ist, liegt daran, dass wir einfach nicht so viel verbrauchen. Das heißt, wir haben hier noch Kapazitäten zur Erzeugung und wir können später auch Akkus bauen. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Oh, jetzt habe ich ziemlich heftig schon meine Taste gesch. Na, egal. So, wir könnten ja mal sagen, sammeln mal die erste Reihe komplett voll. Einfach damit wir uns ja absichern am Kraftwerk, denn ohne Strom fällt hier komplett alles aus, was wir später haben, weil wir hier dann später fast nichts mehr über Feuer, also über Kohle oder so laufen haben. So, die Forschung. Wie viel kostet denn Stahlverarbeitung überhaupt? Soll ich vielleicht nochmal gucken, wenn ich sowas mache? 20. Ja, bald ist das ein bisschen anders. Also wir müssen öfter noch nachgucken. Und jetzt kommt was ganz Cooles. Das mache ich am liebsten bei Factorio. Jetzt kommt für unsere Fabrik. Ach so, nein, noch nicht. Wir verlängern das Ganze jetzt noch ein Stück. Das kleine Kupferfeld kann ich jetzt außer Acht lassen hier. Das ist mir jetzt egal. Oh. Ein Fabrikant, der sagt, das ist mir egal. Rohstoffverschwendung. Ist doch was Feines. Vor allem auf einem fremden Planeten. Ist ja eh nicht meins. Also jetzt schon, aber. Was soll ich sagen? Habe ich überhaupt meinen Timer gestartet? Nee. Da habt ihr noch ein bisschen längere Folge heute. Auch nicht schlecht. Aber das werde ich jetzt auch nicht ändern. So, die Kiste steht jetzt nur da, damit wir hier nicht aufstauen. Damit es weiter produziert, damit wir dann mehr gesammelt haben, sozusagen. Die Kiste bleibt hier nicht stehen. Die hier auch nicht. Weil sonst haben wir dann nichts auf unserer Linie hier zum rausschmeißen. Genau. Wir bauen Fließbänder. Erstmal brauchen wir Strom. Und Forschung machen wir auch weiter. Stahlofen. Nein, da brauchen wir schon. Also fortgeschrittene mit Materialverarbeitung. Stahlofen. Also Hochofen wäre jetzt natürlich nicht schlecht, aber. Naja. Ich weiß nicht. Nützt uns natürlich nicht viel. Wir brauchen hier Fließbänder und Energie. Obwohl, wir brauchen hier keine Fließbänder und auch keine Energie. Doch, wir brauchen Energie. Natürlich brauchen wir Energie und Fließbänder. Denn hier oben machen wir uns jetzt was, was wir als einzelne Fabrik sozusagen dahinstellen. Unsere allererste richtige automatische Produktion von gewissen Dingen. Also auch in der Kette, es ist sozusagen eine Produktion, automatische Produktion in der Kette. Dafür kommt das hier weg. So. Dafür kommt das hier hin. Dafür kommt erstmal der Strom hier hin, habe ich wieder ganz vergessen. Ich brauche ja Strom, Strom, immer brauchen wir Strom. Ist ja eigentlich manchmal. Oh, Eisenplatten. Ja, wie ich schon am Anfang mal erwähnt habe, Eisenplatten werden wir hier öfter mal Probleme bekommen. Auch Kupferplatten werden manchmal eng werden, denke ich. So, sammel du das ruhig voll. So, machen wir noch mal zwei Erzfederer bitte. Für Steine. Jetzt haben wir Kupfer automatisiert, also mit Elektronik. Wir haben Eisen elektronisch und Kohle wird auch elektronisch abgebaut oder elektrisch, besser gesagt. Elektrisch. Das einmal hierhin. Und hier können wir jetzt auch ruhig ein bisschen schief bauen, das ist jetzt nicht so wild. Hier geht es einfach nur darum, dass wir das ganze Feld mitnehmen können. So, ziehen uns hier. Hier brauchen wir jetzt auch nicht so unbedingt darauf achten, dass wir an den Strommasten entlang gehen, wobei das jetzt doch von Vorteil wäre. So, denn jetzt können wir die Kiste hier einfach mit ausleeren lassen. Fertig. Und wie ihr seht, der Knickarm, wenn der rauslegt, legt er immer auf die gegenüberliegende Fließbandseite. Da gibt es auch noch welche, die legen, also die heißen dann halbe, glaube ich, oder kurze Knickarme oder halbe Knickarmroboter. Die legen dann auf die Innenseite vom Fließband. Das ist für die Logistik hier total sinnvoll und wichtig auch, das zu wissen. Ach, Mist. Mir fällt gerade ein. Ach, egal, das mache ich manuell. Das mache ich manuell oder noch besser. Per Kiste. Coole Idee, Tomega, coole Idee. Und die Kiste muss ich aber ein Stück weiter hinterstellen, weil wir sonst keinen Strom haben. So. Und so. Und hier einfach Kohle reinschmeißen. Und wie schon gesagt, der legt er auf die gegenüberliegende Seite. Das heißt, wir haben hier jetzt schon mal Kohle und Stein.
So, jetzt brauche ich noch zwei Öfen wieder. Eins, zwei. Die natürlich nicht auslegen können, weil ja kein Strom ist. Ist aber nicht so schlimm. Bekommen wir hin. Wir können auch, die können trotzdem auslegen. Wir machen es einfach so hier. Wird ja eh zusammengeführt. Sowas. Atomega, du kleiner Drecksack. Machst du ja immer komische Sachen. So, was mache ich denn hier überhaupt jetzt gerade? Erkläre ich euch, das wird eine Mauerproduktion. Das lenkt uns jetzt natürlich davon ab, dass wir eigentlich die Science Packs automatisieren wollten. Macht aber jetzt nichts, denn die Mauern brauchen wir ziemlich bald. So, also wie ich schon gesagt, wir haben schon das erste Gegnernest, haben wir ja schon hier auf der Map bei uns, also auf dem Bereich, den wir aufgedeckt haben. Und ich würde sagen, das ist nicht ganz so gesund. Ach so, ja, na klar, stimmt schon. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Jetzt brauchen wir eine Fabrik, also eine Montagemaschine. Ich sag da immer Fabrik dazu. Werdet auch gleich sehen, warum. Es funktioniert alles super, es ist Weltklasse. Also ich find's gut. Mir gefällt das. Wie gesagt, ich habe das gesuchtet wie ein Bekloppter in den letzten Wochen. Die stellen wir einfach jetzt hier hin. Optimal. So, dann kriegst du hier einen Knickarmroboter. Kriegst das Rezept eingestellt. Du bestellst mir bitte Mauern her. Und schon muss ich es nicht selber machen. Du bekommst sogar von mir. Oh, weil du ein langsamer Knickarmroboter bist und für die Fabrik zu langsam, kriegst du jetzt von mir sogar einen schnellen. Bin ich nicht freundlich? So. Jetzt bekommst du hier einen langsamen von mir. Und eine Eisenkiste. Hier könnte ich sogar zwei gebrauchen, ne? Aber die zwei Öfen reichen nicht aus, also das funktioniert so nicht. Aha, okay, also es stagniert gerade. Aber ganz ehrlich, das finde ich jetzt hier überhaupt nicht schlimm. Viel schlimmer finde ich gerade, dass hier nicht genügend ankommt. Haben wir denn genug Stein? Nee. Wie viel brauchen wir denn für so eine einzelne. Mist. Wie viel brauchen wir denn für so einen. Ach, Zwischenprodukte, genau. Wir brauchen zwei Steine. Ja. Ist egal. Wir haben jetzt erstmal ein paar Mauern hier drin. Und selbst meine Mauer, selbst meinem. Also, wie ich meine Mauern baue, ist an das komplette Stromnetzwerk hier angepasst. Werdet ihr alles noch. Werdet ihr alles noch sehen. Das ist. Alles durchdacht immer. Also, ich habe nicht geplant, wo genau baue ich das jetzt hin. Irgendwo wird halt angefangen und daran wird sich ausgerichtet. Und so ist das eben. So mache ich das immer. Und das funktioniert. Anscheinend ja sehr gut sogar. So, hier noch ein bisschen Strom hin. So, hier noch einen. Hier noch einen. Und ja, Licht habe ich nun gebaut, ne? Ach ja, genau. Jetzt machen wir uns mal ein bisschen Licht hier. Das ist ja wirklich. So, Highlight an dem ganzen Ding soll natürlich sein, das Kraftwerk, weil. Das ist einfach wichtig für uns. Das wird auch später noch richtig wichtig für uns bleiben. Machen wir mal ein bisschen Licht an. Hier noch eins hin. Hier noch eins hin. Machen wir auf der anderen Seite auch gleich noch. Es ist eben ein wichtiger Spot hier. Müssen wir natürlich hell beleuchten. Wir müssen ja auch sehen, was passiert. Hier noch was hin und hier auch noch. So. Das Kraftwerk kann ich natürlich hier auch noch schön erweitern in die Richtung. Und der Wind zieht gerade in die Richtung zu den Beisern. Das könnte passieren. Wir kriegen jetzt gleich einen Angriff rein. Nachts ist das immer ein bisschen unschön. Aber egal. Weiter. Ja, das stimmt jetzt natürlich nicht, weil das Kraftwerk hat, wie schon gesagt, sein eigenes Muster. Die haben wir eben eine schöne Matrix jetzt für uns. So. Was baue ich denn hier dann noch so hin? Na, hier kommt gar nichts hin, denke ich. Oh, ich bin froh, wenn wir hier auf dem Feld draußen sind. Da haben wir so viel Platz. Oder wir gehen hier runter. Also, ich weiß eben nicht, ob ich hier wirklich hier so. Das Feld da drüben, das kann ich später auch noch anschließen. Also, ihr seht schon, ich plane hier ziemlich viel Platz ein. Den werden wir auch brauchen. Das ist ja das Lustige an der Sache. Habe ich jetzt 30 Minuten oder 20 Minuten gemacht? Ich weiß gar nicht. Das werdet ihr sehen. Vielleicht habe ich mir das auch nochmal anders überlegt. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich meinen Timer eingestellt habe. Ich stelle den immer schon vorher ein, während ich das alles plane, was ich so mache. Und ja, ich passe das sozusagen vorher alles schon an. Warum ist denn das Fließband nicht auf Höhe von Masten? Was ist das für ein Quatsch? Scheiße. Ach so, weil hier, ja, genau, hier sind auch Öfen eingeplant. So, und passt auf, was ich jetzt mache. Jetzt wird's lustig. Jetzt messe ich hier mal aus. Das war falsch.
Ich messe natürlich hier aus. Ja, das war auch falsch. So. 1, 2, frei. Hier kommt Fließband. Alles klar. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Aber wie schon gesagt, ich merke mir die Zahlen nie. Ich bin da nicht so... Ja. Ich merke mir nur, dass ich keine Fließbänder mehr habe. Neue bauen muss. Dann seht ihr gleich mal, was mich so lange an Factorio fesselt immer. Obwohl, damit das jetzt ein bisschen besser aussieht, komm. Machen wir das mal ordentlich hier. Nein. Wir möchten nicht zwei Fließbänder haben. So. Hätten wir zusammengeführt. Ja, das mit dem Thema, dass es ordentlich aussieht, ist schon okay. Es sieht ordentlich aus. Ab hier. Es sieht ab hier ganz gut aus. Ja. Rüst. Und so. Was habe ich denn jetzt hier überhaupt? Oh, die Planung. Ah doch, das ist eigentlich perfekt, was ich hier gebaut habe. Das ist genau ausreichend Platz, um später noch umzurüsten. Das ist ausreichend Platz, um das Kohleband hier wegzumachen später. Und das ganze Zeug halt. Der wird sowieso nochmal komplett umgebaut, denke ich. Also früher oder später werde ich nochmal umbauen müssen. So, die ersten Mauern habe ich hier schon drin. Wie viel sind es denn? 38. Ist jetzt nicht besonders viel. Ich baue hier noch einen Ofen hin. Ich wollte eigentlich doch in der Folge jetzt was anderes machen. Ich wollte doch automatisieren. Na komm, machen wir jetzt hier ohne Muster und jeglichen Mist und... Oh, yes. Doch, das funktioniert. Passt mal auf, jetzt habe ich hier einen schönen Trick. Ups. Das baue ich später alles sowieso wieder um, wie schon erwähnt. Und fertig. Schon nochmal drei Öfen für den Spaß. Können wir schneller arbeiten, können mehr Mauern produzieren. In der gleichen Zeit. Sind die denn jetzt noch, kommen die jetzt noch nach? Wie viel haben wir hier noch? Bisschen was. Kommen die nach? Ja, die können noch auslegen. Hier ist ja auch noch genügend drin. Ist übrigens unsere einzige Steinförderanlage, oder? Das wird natürlich vielleicht sogar kritisch. So, ja, jetzt muss ich mir wirklich überlegen, ob ich jetzt hier rausfahre, also hier die Fabrik rausziehe. Ja, ich ziehe jetzt hier raus, komm. Ich überlege jetzt nicht, ich mache einfach. Weil hier ist viel mehr Platz und... Hier ist viel mehr überhaupt und ihr wisst schon. Ich ziehe jetzt einfach hier raus und dann ist gut. Da habe ich da sozusagen hier drin meine Schmelzanlage im Wald und mein Kraftwerk. Und hier draußen kommt dann die Fabrik hin. Die Produktionsanlage sozusagen. Da kommt die Forschung noch nach draußen, wird alles rausverlagert. So, und ganz viele, 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 viele Fließbänder brauchen wir jetzt. Da könnte ich mir eigentlich schon mal eine kleine private Fließbandsache automatisieren, aber nein. Noch nicht. Die brauche ich später so oder so draußen. Und ganz später brauche ich... Ich automatisiere die jetzt. Ich... Nee. Ich habe da keine Lust ewig. Und wenn ich einfach nur... Also ich mache das jetzt schon automatisch, aber ich lege das manuell rein, das Zeug dafür. Ich habe... Ich mache es mir einfacher. Dafür ist es ja Factorio. Wir bauen Factory. Wir fabrizieren uns das Zeug. Wir machen das nicht mit der Hand. Da machen wir schon mal, zumindest haben wir jetzt, schaffen wir diese Folge die Automatisierung zwar nicht, die wir geplant hatten. Aber dafür haben wir Fließbänder automatisiert erstmal. Weil wir die am Anfang so verdammt viel brauchen, das ist Wahnsinn. Und die ganzen Strommasten hier, die brauchen wir später überhaupt nicht mehr. Da kommen nämlich andere hin und die ersetzen die hier und benötigen die aber, um gebaut zu werden, werden die aber nicht mehr benötigt. Das heißt, die werden ersetzt und... Ja, die Dinger haben wir dann hier auch rumfracken, überall. So, jetzt muss ich mir noch eine Montagemaschine bauen. Dann kommt die... Ja, wo baue ich die denn jetzt am besten mal hin? Am besten da, wo sie nicht stört. Wo sie einfach nur da ist und nicht stört. Doch, so hier. So, du stellst mir bitte her Fließbänder. Dafür brauchst du Eisplatten und Eisenzahnräder und du stellst mir bitte her Eisenzahnräder. Ja, die Maschinen können das natürlich nicht, was ich kann. Die können nicht alles in den Rattenschwanz legen und sich automatisch dann damit...
sozusagen, die können nicht mehreres gleichzeitig nacheinander oder auch nicht mehreres nacheinander craften. Die haben ein festes Rezept und zeigen mir dann an, die brauchen das und das dafür und dann machen wir das eben so. Wäre ja auch zu einfach, wenn wir alles in einer Maschine machen könnten. Davon brauchen wir bitte zwei. Warum zwei? Ganz einfach. Eisenzahnräder werden ja Unmengen verbraten, obwohl es geht. Ich glaube, die Fabrik ist recht schnell. So, dafür hätte ich fast schon gesagt, eine Stahlkiste, aber wenn man noch gar keinen Stahl gemacht. So, dann bekommst du noch eine Kiste. Nicht so groß. Wo ist denn die Holzkiste von vorne über? Brauchen wir? Ach, die habe ich doch irgendwo. Hä? Wo habe ich denn die Holzkiste hingestellt? Habt ihr da. Egal. Ich habe keinen Plan, wo die Holzkiste steht. Die ist weg. Einfach so. Die Eisenkiste, die brauche ich nicht. Ich brauche eine Holzkiste. Obwohl, ach egal. Komm, wir nehmen jetzt eine Eisenkiste. Auch wenn ich sie nie im Leben brauchen werde. Dann bauen wir uns noch eine Eisenkiste. Wo ist denn die Holzkiste? Das macht mich jetzt schon ein bisschen wirre, dass die jetzt weg ist, aber egal. Knickarmroboter. Brauchen wir auch. Hier brauchen wir definitiv einen schnellen. Wir brauchen zwei schnelle und noch eine Kiste. Denn diese Fabriken hier sind unglaublich schnell. Und, oh, gut, dass es passt. Sehr schön. Ja. Holen wir uns noch ein bisschen Eisen erstmal. Bevor ich das Ding hier anmache, die Kiste beschränke ich definitiv auf 150 Stück. Ich glaube, Fließbänder decken, glaube ich, bis 50. So, wie viel? Oh, komm, gib mir mal. Gib mir alles. Gib mir einfach alle. Roboter vergessen. Wir brauchen ja natürlich auch noch einen Einlegeroboter. Muss ja irgendjemand, muss ja hier noch. So. Jetzt bekommst du von mir 1, 2, 3 Stacks. Du bekommst 1, 2, 3 Stacks. Und du bekommst 1, 2, 3 Stacks. Habe ich noch 4 im Inventar? Passt. Besser gesagt, 3 und fast ein ganzes. 3, 3 Viertel. Und jetzt wird hier produziert. Heiter und fröhlich. Und guck mal, wie schnell die Maschine ist. Und guck mal, wie langsam die Maschine ist. Und guck mal, wie langsam der Knickarm ist. Habt ihr gesehen? Jetzt ist in der Fabrik stagniert. Stagniert es jetzt schon. Der Roboter schafft es nicht, die Fließbänder rauszulegen. Weil die Fabrik einfach zu schnell produziert. Na, machen wir das mal richtig. So, Jungs. Wir brauchen ganz dringend, mal gucken, ob das schon geht. Knickarmroboter Stapelgröße. Nein, geht noch nicht. Dann kann der Knickarm nämlich, wenn der aus einer Fabrik in eine Kiste legt oder von der Kiste in eine Fabrik oder aber von der Kiste in eine Kiste oder von der Kiste in den Zugwaggon oder ach, ihr wisst schon, also alles, was hier so mehrere mit einmal beinhalten kann. Kann dann eben mehrere Teile mit einmal raus und reinnehmen. Von Fließbändern, also von und auf Fließbänder kann er das natürlich nicht, weil es kann ja immer nur ein Gegenstand hier draufgelegt werden, gleichzeitig. An der gleichen Stelle. Deswegen funktioniert das natürlich nicht. So, Kohle sieht gut aus, Eisen sieht gut aus, Kupfer sieht nicht. Obwohl, das braucht nur ein bisschen länger, ne? Wie viele Eisenförderer habe ich denn gebaut? Zwei. Die kommen besser mit als. Das verstehe ich nicht. Warum ist ein Kupfer so viel? Wird es schneller gebrannt? Schauen wir mal nach. Kupferplatten 3,5, Eisenplatten 3,5. Keine Ahnung. Ja, wobei Kupfer habe ich später angeschlossen. Das muss ich erstmal so hoch stagnieren. Weil, guckt mal jetzt, fließt nach, aber es fließt auf jeden Fall schneller nach, als es weg ist, oder? Sehe ich das falsch? Ach, egal. Wird schon stimmen. Wenn es dann irgendwann mal kein Kupfer mehr kommt, dann merken wir das auch. Ach ja, und Fließbänder. Fließband. Oh, cool. Kannst gleich weitermachen. Das Schöne ist, wenn jetzt in der Hand der Stack leer wird, dann rutscht automatisch der nach, der hier im Inventar ist. Und wenn mehrere im Inventar sind, dann rutschen auch automatisch mehrere nach. Ist ja klar. Ihr werdet gleich sehen, wenn wir jetzt 50 gelegt haben. Zack. Und schon haben wir nächstes Stack in der Hand. Das ist doch super, oder? Dann legen wir das noch hier raus. Zack, 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 zack. Und um das ganze Ding noch mal ein bisschen spannender zu machen, wir haben ja Teilerfließbänder erforscht. Jetzt zeige ich euch mal, was voll cool ist. Das macht Spaß. Versprochen.
Erstmal gucke ich, wo, auf welcher Seite kommt das Eisen raus, beziehungsweise Kupfer. Auf der und auf der. Das hätte ich eigentlich wissen müssen, weil ich habe ja vorhin gesagt, die Knickarmroboter legen immer auf die gegenüberliegende Seite. Das heißt, ich habe hier totalen Unfug gebaut. Egal. Jetzt bauen wir hier einen Teiler rein. Hab schon wieder Unfug gebaut. Bauen wir hier einen Teiler rein. Und bauen hier einen Teiler rein. Und zwar so rum. Und den so rum. Das heißt, der nimmt jetzt das, was auf dem Fließband hier ankommt, nimmt der und teilt das auf gleichgerecht. Also 1 zu 1 teilt er auf dieses Fließband, was dann hier fließt, und auf dieses, was hier rauskommt. Da ich dieses aber jetzt hier wieder einleite, logisch, sind beide Seiten komplett belegt. Und das 1 zu 1, das ist echt super. So. Da, und das machen wir so. Da hätten wir jetzt sowohl Eisen als auch Kupfer aufgeteilt. Also wenn das dann hier hinten ankommt, wird das aufgeteilt und läuft hier beidseitig auf beiden Fließbändern. Also Eisen eben auf dem Fließband, Kupfer auf dem Fließband, ist ja logisch. Soweit brauche ich, denke ich, nicht weiter erklären. Wir schauen mal auf unseren Strom. Oh, sieht super aus. Also für Anfangsverhältnisse sieht dieser Strom echt gut aus. Wir sind fast bei 1 Megawatt. Ist jetzt nicht besonders viel. Aber was soll es? So, die Folge ist jetzt auch schon wieder fast zu Ende. Nach 30 Sekunden. Ich nehme es nicht so ganz genau, das wisst ihr ja. Oder zumindest meine bisherigen Zuschauer wissen das. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht schon heute. Ach so. Stimmt. Das werdet ihr gesehen haben, ob ich am ersten Tag, also ob ich gleich am Anfang zwei Folgen rausgeschmissen habe. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Werden wir sehen. Und jetzt sehe ich gleich, wie lang die Folge ist. 20 Minuten. Gut, ich habe die Folge 20 Minuten lang gemacht. Also habe ich jetzt verschieden lange Folgen. Ich muss mich da noch mal ein bisschen. Ich gucke jetzt mal, wie lange ich mit dem Bearbeiten und alles, ob das hinhaut. Und dann kann ich euch sagen, oder dann werdet ihr sehen, ob ich die Folgen 20 Minuten lang mache, 30 Minuten oder vielleicht sogar 25 Minuten. Es ist eben, ja, für euch sind es natürlich jetzt nur 10 Minuten oder 5 Minuten, aber für mich sind das in der Bearbeitung macht das schon einiges aus. Ist ja auch egal. Ihr werdet sehen, ich auch. Ich weiß es jetzt noch nicht wirklich. Und würde sagen, ich drücke erstmal Pause, damit ihr nichts verpasst. Und ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Würde mich auch freuen, wenn ihr bewertet. Positiv, negativ ist euer Ding. Entscheidet ihr selbst, wisst ihr ja. Ja. Feedback wäre auch immer ganz cool. Wisst ihr ja auch, Feedback, da freue ich mich immer. Und gebt dann immer Antworten oder. Antworte meistens in den Videos auf die Kommentare. Geht ja viel besser. Ich finde, es ist besser zu antworten im Video als, also, was heißt, es ist besser, aber es ist halt. Ja, egal. Ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch wie immer einen schönen guten Morgen, schönen Tag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr schaut. Und Atomica klingt sich aus. Ciao.